Katzen und Baldrian. Kein Wunder, dass man es im Mittelalter als Hexenkraut kannte. Dem starken Geruch wurde nachgesagt, er könne Geister vertreiben und Böses zum Guten wenden. Aber eine Frage haben wir, glaube ich, noch. Kommst du das nächste Mal? Wann sind denn die Bauarbeiten eigentlich beendet, Mami? Die Passage ist fast fertig. Gut, dass ich eine kleine Heimwerkerecke habe. Du glaubst gar nicht, wie oft Bauarbeiter wegen Kleinigkeiten in meinen Laden kommen. Na, das werde ich Papa mal stecken, dass du andere Männer in deinen Laden lockst. Haben Sie eine Viertelfünder Flanschraube, gute Frau? Ja, nee, die nicht. Gut. Und dann, gehen wir dann doch mal... Moment, wir gehen kurz mal ins Menü. Und ich muss kurz mal leider gerade meine hässliche Aufnahmedingseinrichtung hier einblenden. Ah ja, wir haben noch... Gut, genug Zeit, um zu Herrn Matzke zu gehen. Nun mal nicht so lahm, meine Damen! Das ist kein Kaffeekränzchen! Nehmt euch ein Beispiel an Antonia! Herr Matzke, könnte ich Sie mal kurz sprechen? Du bist doch vom Sportunterricht befreit, Tim. Ah, ich kann's schon riechen. Es geht mal wieder um Denksport à la TKKG. Warum ist denn der so unfreundlich? Oh, guck mal, der Pfeil der Höllenumdreherei hier. Schlichten, nicht richten, Spottmatte. Nigelnagelneu. Wenn das Trauerspiel der Mädchen vorüber ist, werde ich das Teil gebührend einweihen. Super Synchronsprecher übrigens. Ich muss mal gucken, wer das nochmal ist. Kann ich mal kurz zu Antonia? Schlaucht das Training die Mädchen nicht genug? Kann ich mal kurz zu Antonia? Hey, das hier ist mein Revier, Sportsfreund. Schon gut, schon gut. Oh, super, super Figur, Sportlehrer Matzke. So, wo geht's denn hier hin? Der Parkplatz, wenig spannend. Nicht gerade der klassische Wagen für den Citybummel. Hä, was steht dir denn, fällt dir denn ein, darüber zu richten, mit welchem Fahrzeug man zum Citybummel fährt? Mach selber erstmal einen Führerschein. Oder geh mal Citybummeln. Kann ich mal kurz zu Anton... Schlaucht das Training die Mädchen nicht genug? Ich will sie schwitzen sehen. Wer nicht schwitzt, strengt sich nicht genug an. Du weißt doch selbst am besten, wie wichtig eine gute Kondition ist. Immer hart rannehmen. Sie haben gut reden, Herr Matzke. Das ist alles so zweideutig, was dieser Mann sagt. Und gibt diesem Fall eine ganz neue... dieser Figur eine ganz neue Nuance. Ja. Holen Sie schon mal die Handykamera raus, Herr Matzke. Was ist denn das, Herr Matzke? Ich bereite mich auf einen neuen Kurs vor. Wir wollen etwas gegen die zunehmende Gewalt an den Schulen unternehmen. Was du hier siehst, ist mein Begleitmaterial. Fragen, die wir uns im Kurs stellen wollen. Wärst du dem gewachsen? Schon möglich. Wir von TKKG sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Aber wenn ich es schaffe, dann darf Antonia vom Platz und mit uns reden. Abgemacht? Ich denke, ihr von TKKG seid ein Team. Erst wenn jeder von euch seine Aufgabe gelöst hat, lasse ich mich breitschlagen. Na schön. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Das ist die Synchronstimme von Typisch Andy aus, Typisch Andy. Aber ich weiß gar nicht, was der noch gesprochen hat. Ich könnte das jetzt hier so mal ganz klammheimlich nachgucken. Dass das zum Beispiel eben der Synchronsprecher Marcel Collet ist, der beispielsweise auch Ashton Kutcher synchronisiert. Oder andere Leute, wie beispielsweise... Das steht hier ja alles gar nicht. Also Ashton Kutcher, aber man kennt ihn auch, glaube ich, noch von woanders her. Wenn ihr noch jemanden sagt Bescheid. Also ja, ich kenne ihn jedenfalls noch als Andy Larkin in Typisch Andy. Super, super Synchronsprecher. So, worum geht's, Herr Matzke? So, Tim, mal sehen, ob du diese Bilder eines Tathergangs in die richtige Reihenfolge bringst. Es gibt 5 Stadien. Überlege gut. Okay, Tathergang. Okay, ja. Also wir haben hier den jungen André Rieu.
und den jungen Thomas Gottschalk. Und André Rieu will dem jungen Tommy die Hand reichen. Der hat aber Kopfschmerzen. So. Der sagt dann, yo, ich hatte auch mal Halsschmerzen. Geh doch bitte mal zum Arzt und kauf mir Halsschmerztabletten. So, der denkt sich, jo, wenn ich krank werde, müsste ich am besten eine Jacke anziehen und vielleicht einen Arzt rufen. Fällt ihm dann aber ein, Mensch, ich bin ja gar nicht krank. Ruft ihn wieder her, sagt, hier, komm mal her. Ne? Also so hier so herbeilocken mit dem Finger und so weiter. Dann sagt er, ja, zieh mal deine Jacke aus, denn es ist kalt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein, das ist natürlich alles sehr ernst. Natürlich ist das hier ein gemeiner Übeltäter, der das Handy und die Jacke von dem freundlichen blonden Mann hier haben möchte. Genau. Am Anfang steht die Absicht. Der Täter will etwas erreichen und ist bereit, dafür sogar Gewalt anzuwenden. So, dann kommt er entweder... dann muss er erstmal herkommen, oder? Richtig. Der Täter sucht sich sein Opfer aus. In diesem Fall trägt das Opfer eine Jacke, die er allzu gern hätte. Er provoziert sein Opfer. So, dann sagt er, yo, komm, gib mal her hier. Korrekt. Der Täter bringt sich in Position für seinen Angriff. So, und dann sagt er hier, nee, nix, Lehrer. Nein. Was? Bist du auf dem falschen Dampfer? Nein! Nein, hä? Aber der muss doch erstmal sagen, hä, nee, gebe ich dir... Ach so, nee, ich glaube, da hatte der die Jacke schon an. Okay, da haben wir einen modetechnischen Fehler begangen. Nochmal bitte. So, Tim, mal sehen, ob du diese Bilder eines Tathergangs in die richtige Reihenfolge bringst. Es gibt 5 Stadien. Überlege gut. Okay, da hatte er die Jacke schon an, das habe ich übersehen. Genau. Am Anfang steht die Absicht. Der Täter will etwas erreichen und ist bereit, dafür sogar Gewalt anzuwenden. Dann, komm mal her. Richtig. Der Täter sucht sich sein Opfer aus. In diesem Fall trägt das Opfer eine Jacke, die er allzu gern hätte. Er provoziert sein Opfer. Korrekt. Der Täter bringt sich in Position für seinen Angriff. Dann nimmt er die Jacke. Jawohl. Der Täter schlägt zu und nimmt sich mit Gewalt, was er haben will. Die Jacke. Die hätte ich aber auch gern. Also da würde ich mir auch nochmal Gedanken machen. Ihm steht die auch viel besser als ihm. Also von daher finde ich, ist hier eigentlich auch alles richtig gemacht worden. Stimmt. Direkt nach der Tat wird dem Angreifer klar, dass er vielleicht Ärger bekommen könnte. Vor allem, wenn sein Opfer es wagt, aufzumucken. Also droht er ihm und unterstreicht seine Drohung vielleicht mit Gewalt. Sehr gut, Tim. Nun kennst du das Schema gewaltsamer Übergriffe. Ein Schlichter muss lernen, die Situation rechtzeitig zu erkennen und an der richtigen Stelle einzugreifen. Wie steht es mit Ihrem Versprechen? Aber Tim, wo bleibt dein Mannschaftsgeist? Noch haben nicht alle von TKKG meinen Test bestanden. Ach, Sie sind mir ja auch einer, Herr Matzke. So, weiter. Hey, nicht schlapp machen, meine Damen. Ich will Leistung sehen. Physikalisch betrachtet ist Leistung gleich Kraft mal Weg durch Zeit. Ah, Karl, der Klugscheißer von TKKG. Na, Junge, in deinem Alter habe ich täglich 100 Liegestützen gemacht. Ja, da bist du sprachlos, was? Ja, natürlich, und dann ist er 45 geflohen, das kennen wir alles. Gut, dass ich Kollegium und Verwaltung überzeugen konnte, wie dringend nötig wir eine neue Matte hatten. Ich wette, auf der hier landet man butterweich. Und dann legt er sich hier in Dreck nach draußen. Ist Antonia gut im Sport? Verzichten Sie als Sportler ganz auf Alkohol? Ist Antonia gut im Sport? Meine kleine Gazelle? Die macht sich nicht schlecht. Bitte? Sie weiß, wie man sich einen richtigen Kick holt. Eine wahre Bereicherung für unsere Schule. Und so gut entwickelt. Ja, sie hat was. Die trifft auch gerne mal den Mikey Hobler auf dem Sport, auf dem Schulhof. Kommt ja erst noch. Ja. Ist Antonia... Verzichten Sie als Sportler ganz auf Alkohol? Alkohol ist tabu. Ich will ja schließlich jederzeit meinen Mann stehen können. Regelmäßige Bewegung hält den Kreislauf in Schwung.
Ich will ja nicht so eine schlappe Nudel werden wie Novak. Naja, immerhin ist er unser Vizedirektor. Das ist alles so falsch, was dieser Mann sagt. Das ist alles so grenzlos falsch. Gehören diese Unterlagen Ihnen? Allerdings. Demnächst startet der Versuch, Schüler und Lehrer in einem Crashkurs auf schlichtende Gespräche vorzubereiten. Das wäre doch auch für dich von Interesse. Los, teste dein Auftreten. Kein Problem. Als Mitglied von TKKG haben wir es ja schon öfter mit brenzlichen Situationen zu tun gehabt. Wenn es mir gelingt, dann holen Sie Antonia vom Platz, damit wir ein paar Fragen stellen können, okay? TKKG ist doch ein Team? Ich lasse mich nur auf den Deal ein, wenn jeder von euch eine eigene Aufgabe löst. Akzeptier's oder lass es bleiben. Meinetwegen kann's losgehen. Das Konzept finde ich aber ganz cool, muss ich an der Stelle mal sagen. Finde ich stark, dass alle vier erst irgendwas machen müssen und dann kommt man weiter. Finde ich sehr klasse. Nun, Karl, wie zeigt man seinem Gegenüber im Gespräch am besten, mach mich nicht an, ohne dass es Zoff gibt? Wähle das passende Gesicht, die beste Haltung und die klügste Geste. Ich möchte Ihnen ein Auto verkaufen. Oder, ich glaube so ganz normal, oder? Hier. Ja, okay. Ja, hier, natürlich so in Kampfposition. Das und das hier kombiniert möchte ich übrigens sehr gerne sehen. Ich glaube, ganz neutral, oder? Das ist ein bisschen ablehnend. Das ist so, also das wäre aber auch sehr standhaft, finde ich. Aber ich glaube, der Novak will hier ganz normal. Der will hier, Schweißflecken, dass man die auch nicht sieht. Und, wahrscheinlich so, oder? Guck mal, hier wird voll gespoilert, dass man das Gesicht hier haben muss. So ist es richtig. Ach. Cool bleiben heißt die Devise. Am besten ein entspanntes Gesicht machen, eine lockere Haltung einnehmen und interessiert zuhören. Dann wird man dich nicht so leicht anmachen. Dauert das hier noch lange? Mensch, Karl, nicht alle deine Freunde sind so clever wie du. Ich halte mich nur an unsere kleine Abmachung. Alter, was ein Satan. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr mit ihm reden, weil das ist so furchtbar. Das ist alles so schlimm, wenn man mal drüber nachdenkt. Hopp, hopp, hopp! Nun mal ran an den Speck! Mann, was da an Kalorien verbrannt wird. Willi Sauerlich? Freiwillig hier? Dann geht es wohl mal wieder um TKKG. Ich find's übrigens super, wie er am Anfang, wenn wir kommen, immer so in unsere Richtung guckt. So nach dem Motto, oh fuck, da kommt ja jemand. Jetzt muss ich aber hier einen meiner coolen Sprüche loslassen, die überhaupt nicht zweideutig klingen. Wann waren Sie zuletzt in der Teeküche? Machen Sie sich mit Ihren Methoden nicht unbeliebt? Wann waren Sie zuletzt in der Teeküche? Und zu welchem Zweck waren Sie da, ist eine wichtige Frage bei Herrn Matzke. Oh, liegt ein Verbrechen vor? Habe ich mich schuldig gemacht? Ja, jetzt entsinne ich mich. Ich gestehe, ich habe meine Kaffeetasse nicht abgespült. Also waren Sie ewig nicht in der Teeküche. Naja, vielleicht erbarmt sich einer Ihrer Kollegen der verwaisten Tasse. Das ist ein schlimmes Umweltverbrechen, Herr Novak. Was da für giftige Viren entstehen, ne? Kann Christian Drosten ein Lied von singen. Das ist doch die Theorie, dass das Weltvirus nur aus der Kaffeetasse von Herrn Matzke entstanden ist. Würde ich glauben. Wann waren Sie zuletzt in der Teeküche? Machen Sie sich mit Ihren Methoden nicht unbeliebt? Mit welchen Methoden? Weil ich euch ständig antreiben und ermahnen muss? Ich mag keine Warmduscher, du Weichei! Oh, ich bin schon auf den Tag gespannt, an dem es mal jemand mit Ihnen aufnimmt. Hä? Ach, Willi. Schlichten, nicht richten. Haben Sie Ihr weiches Herz entdeckt? Nun werd mal nicht frech, Willi. Heutzutage kann es nicht verkehrt sein, sich mit dem Ernstfall zu beschäftigen. Schüler sind kaum mehr in den Griff zu kriegen. Bei den Leidtragenden handelt es sich um meine Kollegen und deine Mitschüler. Mit den Testfragen hier kann man prüfen, ob man einen Blick für Konflikte hat. Wie wär's? Ja, schon.
Ich bin ja einer von TKKG und sehr friedliebend. Angenommen, ich schlage mich gut. Rufen Sie dann Antonia für uns vom Platz? Bei TKKG sitzt ihr alle in einem Boot, nicht wahr? Oh Gott. Erst wenn jeder von euch eine Aufgabe gelöst hat, lasse ich mich breitschlagen. Wenn es denn sein muss, dann bin ich mal gespannt. Okay, los geht's. So, Willi Sauerlich, du spielst jetzt mal Pausenaufsicht und findest auf diesem Bild insgesamt 5 bedrohliche Situationen. Ich gebe dir mit deiner schnellen Auffassungsgabe 1 Minute Zeit. Was? Ab jetzt. Hier, der trägt die Tasche auf der falschen Seite und hier sind irgendwelche illegalen Sachen bestimmt drin. Holt mal schnell die Feuerwehr. Oh, Mist. Okay, schnell. So ist es. Was macht der, ein Feuerwerkskörper? Das stimmt. Ganz recht. Das ist doch, könnte doch auch ein Verbrecher sein. Volltreffer. Und hier, die planen irgendwas. Jawoll, ja. Sehr gut, Willi Sauerlich. Eine gute Aufsicht muss seine Augen überall haben. Aber wie du siehst, gilt auch hier, Übung macht den Meister. Wie lange müssen die Mädchen denn noch rennen? Guter Versuch, Willi. Aber die Mitleidstour zieht bei mir nicht. Antonia bekommt ihr erst zu Gesicht, wenn alle von TKKG ihre Lektion gelernt haben. Was für eine Lektion? Wir haben doch gar nichts falsch gemacht. Wir haben schon 1000-mal die Welt gerettet. Aber sie, ihnen ist das ja egal. Euch holt ja noch meine hinkende Großmutter ein, ihr lahmen Hühner! Los, Tempo! Hey, die Kondition ist doch gar nicht mal schlecht. Ach was, die holen noch immer nicht das Letzte aus sich heraus. Wissen Sie, was Ninjutsu ist? Können Sie mir was über Antonia erzählen? Wissen Sie, was Ninjutsu ist? Ist das jetzt schon eine versteckte Drohung? Also nach Herr Matzkes Unterlagen wäre das schon eine bedrohende Situation. Wissen Sie, was Ninjutsu ist? Ninjutsu? Eine alte japanische Kriegskunst, soviel ich weiß. Klar, die Ninja-Kämpfer. Sag bloß, du hast dich dafür einen Kurs angemeldet. Hab ich. Allerdings geht es bei meinem Kurs nicht um Krieg, sondern um Abbau von Aggression. Wir trainieren Schläge und Tritte an Kissen. Wir lassen so richtig Dampf ab. Puh! Ja, da sagt er nix. Der googelt wahrscheinlich schon, wo dieser Kurs stattfindet, damit er seine Handykamera mitnehmen kann. Wissen Sie, was Ninjutsu ist? Können Sie mir was über Antonia erzählen? Dass sie neu an der Schule ist, weißt du ja. Sie geht in die 9a und ist ein bisschen abgehoben. Schwafelt immerzu von irgendwelchen Sphären und riecht nach Räucherstäbchen. Bleh. Egal, sie ist eine gute Läuferin und nur das zählt. Mädchen muss man genauso hart anfassen wie Jungs. Mich fasst keiner ungefragt an. Ich weiß mich zu wehren. So, dankeschön. Tja, die Schule musste sich entscheiden. Entweder Geld für eine neue Matte ausgeben oder einen Satz neuer Englischbücher kaufen. Naja, nun wird Frau Müller-Borello eben nochmal ein Jahr mit ihren zerfledderten Schwarten auskommen müssen. Sind Sie unter die Prediger gegangen? Also, manche von euch hätten eine Gardinenpredigt verdient, wenn ich mitbekomme, wie sich Schüler fertig machen. Diese Unterlagen sollen helfen, im Falle einer Bedrohung Herr der Lage zu bleiben. Ich als Lehrer muss es schaffen, Streit zu schlichten. Willst du es mal antesten? Klar. Schließlich ist Tim nicht der Einzige von TKKG, der den Mut aufbringt, sich nicht alles gefallen zu lassen. Also, falls ich es richtig mache, dann erwarte ich, dass Antonia ihren Lauf uns zuliebe beendet. Aber Gabi... Kommen wir ins Geschäft? Nur wenn jeder von TKKG eine Aufgabe löst. Also... Mann, sie lassen aber auch nicht locker, was? Gut, einverstanden. Okay, kriegen wir auch noch hin. So, Gabi, was würdest du tun, wenn sich dieser Kampf vor deinen Augen abspielen würde? Überlege gut. Ein Gegner liegt auf dem Boden, der andere auf seinem Bauch. Ich nähere mich den Streithähnen von der Seite. Ich setze ein Knie auf den Brustkorb des Jungen, der unten liegt. Okay. So. Der hat keinen taktischen Vorteil, wenn ich mir nun den anderen vorknöpfe. Ich konzentriere mich auf Nervenpunkte am Hals seines Gegners. Das wird sitzen. Ergebnis? Sie dreschen nicht mehr aufeinander ein und ich habe die beiden unter Kontrolle, bis Hilfe kommt. Genügt das fürs Erste? Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Du gehörst zu den wenigen, die sich schon mal Gedanken zum Thema gemacht haben. Das steht fest. Donnerwetter. TKKG hat sich wacker geschlagen. So, jetzt wird es Zeit, die Mädchen zu erlösen. Also, meine Damen, langsam auslaufen und dann ab unter die Dusche. Gut, ich sag Antonia gleich Bescheid, dass ihr sie sprechen wollt. Ich schick sie euch ins Internat. Alles klar? Prima, danke, Herr Matzke. Wir sind unterwegs.
Okay, gut, dann macht Gabi das eben selbst. Dann kann Gabi ja wahrscheinlich jetzt auch allein ins Internat gehen. Ich habe keine Lust mehr. Wir haben hier uns abgerackert und jetzt sie am Ende macht alles allein. Ja, TKKG ist ein Team, sitzen alle im selben Boot, ja. Aber ich werde hier außen vor gelassen. Ich, der Spieler. Schon okay. Kein Problem. Jetzt mache ich Schluss, ja. Habt ihr jetzt davon? Nein, wunderbar. Ich bin ja froh, dass Gabi da ist. Ich hätte es nicht gewusst. Ja, und Antonia besuchen wir dann aber in der nächsten Aufnahmepause. Jetzt mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, dieses Spiel. Und ich freue mich drauf, auch wenn ich das Spiel ja eigentlich schon wirklich sehr, sehr gut kenne. Ich nicht sagen muss, dass wir gut durchkommen. Ich hoffe es natürlich. Schauen wir aber mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Flo. Tschüss.